hatten ja intern immer so ein bisschen, wie geht's weiter? Wir haben doch so gesagt, naja, wenn irgendwann wieder so eine Müdigkeit eintritt und werden immer weniger, dann müssen wir auch mal wieder auf Monate umstellen. Aber ich stelle fest, nein, es werden nicht weniger. Wir sind mindestens wieder die 650 von letzte Woche. Sonnenberg bleibt stabil. Respekt, Leute. Wunderbar. Das ist doppelt so viel wie in München. Ja, Landsberg heute am 4.3. fahren drei Traktoren mit. Das freue ich mich sehr, dass die heute dabei sind. Auch hier ein Traktorfahrer, der mit meinen Meinungen bezüglich Corona absolut konträr ist und seine eigenen Motive hat, warum er mitfährt, weil ja immer behauptet wird, hier läuft der Kron-Fanclub. Nein, das ist nicht mein Fanclub, das sind alles mündige Bürger, die durchaus eine eigene politische Meinung haben können und auch wegen ihren eigenen Motiven und Gründen auf die Straße gehen. Heute sind wieder ein paar mehr Spaziergänger dabei. Wir sind heute so um die 100, schätze ich mal. Auch wieder ein bisschen Gegenwind hier am Hauptplatz von dieser kleinen Gruppe, die sich als Mehrheit Landsbergs ausgibt. Sie schreien herum. Das ist unsere Stadt, verschwindet aus unserer Stadt. Also Landsberg gehört eigentlich ja niemanden außer vielleicht den Landsbergern. Und ich fühle mich zum Beispiel auch als Landsberger, weil ich eine LL-Nummer habe. Aber es ist ja eigentlich völlig egal, in welcher Stadt wir auf die Straße gehen. Ich denke, es ist wichtig, dass der Widerstand wahrgenommen wird als eine nicht nur deutschlandweite Bewegung, sondern eine weltweite Bewegung. Wir haben Proteste überall auf der Welt, die wesentlich anders ablaufen als hier im friedlichen Landsberg. Und ich freue mich, dass es bei uns friedlich abläuft, auch wenn viel Stimmung gemacht wird gegen unsere Bewegung. Und ich hoffe nur, dass eben unser Fahrzeug, unser großer Truck da hinten, der Strike oder wie die heißen, auch durchkommt, dass die jetzt nicht wieder aufgehalten werden durch die Landsberger. Ich muss da mal hin, guck mir das mal an, ob der jetzt blockiert wird oder nicht, ob die Polizei da wieder eingreifen muss oder nicht. Hagelt und es schneit, bis nach Berlin ist uns kein Weg zu weit. Wir kommen um zu bleiben und gehen hier nicht weg. Wir fahren und die Atem muss weg. Könntet ihr bitte das Fahrzeug freigeben, sonst muss ich die Polizei zur Hilfe rufen. Bitte, bitte das Fahrzeug freigeben. Bitte das Fahrzeug nicht freigeben. Fassen Sie mich nicht an. Ja, es gibt tatsächlich drei, vier Menschen, die unseren LKW blockiert haben, dass die Polizei einschreiten musste. Jetzt ist unser Zug natürlich unterbrochen. Das heißt, es zieht sich hier unnötig in die Länge. Wir haben auch heute wieder Präsenz. Hier ist gerade wieder der Bayerische Rundfunk, der Fotos macht von unserem LKW, der hier auch mitfährt und für Widerstand und gegen diese Regierungen mitfährt. Bin ganz froh, dass die dabei sind. Und ja, jetzt haben wir leider einige Fahrzeuge dazwischen. Aber das macht nichts. Dann ist der Zug halt einfach etwas länger. Menschen haben die Schnauze voll.